Hallöchen und willkommen zurück bei Jurassic World Evolution. Ah, die Straßen sind hoffnungslos überfüllt. Was aber gut ist. Was gut ist. Wo sind denn unsere Dinos hier? Da. Und hier können wir auch noch welche freilassen. So. Ich denke, dann ist das Sozialbedürfnis auch in Ordnung. Man hier so eine Gyrosphäre machen könnte. Ja, den geht's gut. Sichtbarkeit auf 100%. Müsste ich doch praktisch auf 100% haben. Naja. Irgendwann werden wir das dann schon fertig haben. Das hier lehne ich ab. Obwohl ich dafür echt viel Geld kriege. Aber Geld ist jetzt eigentlich auch nicht mehr das, was unser Problem ist. Ein Dilophosaurus. Ich weiß nicht, wo ich das, ja, wo ich die freilassen soll. Mann, die, nee. Das können wir nicht machen. Hier werden die nur gefressen. So. Wie geht's denen? Sieht gut aus. Okay. Wir haben hier hinten auch noch Platz für ein Gehege, ne? Zwar nicht viel, glaube ich. Oh, doch. Ah, wir könnten hier ein kleines Gehege für die Dilophosaurus und diese anderen machen. Ups. Falsch. Ja, wobei ich den Wald ja auch wegmachen muss. Gehst du weg? Saurus. Das macht uns noch echt Probleme, wenn die alle sterben. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich versuche es erst gar nicht. Oh, dann haben wir das mit der 100% Sichtbarkeit sogar schon hinbekommen. Das ist doch nicht schlecht. Wir müssten hier aber auch ein Hammond-Labor machen. So, gucken wir mal, ob wir das hier hinkriegen. So, das sind ja nur Dillos. Ne, nicht so. Ja, ist mir durchaus bewusst, dass das jetzt keinen Strom hat. Verbaut. Hier würde es hinpassen. Das ist schon ein Oschi, ne?
Ob wir da den Weg vorbeikriegen? Ja, aber es sieht halt jetzt nicht, wer weiß, wie gut aus. Egal, wir machen das jetzt so. Entschuldigung. So. Freilassen und freilassen. Jetzt wollte ich doch mal wissen, wie sieht es hier denn bestandtechnisch aus? Ein Sino könnten wir tatsächlich noch machen. Einen Sino. So. Ach so, hier. So, und dann sollten wir in dem Gehege vielleicht nicht mehr unbedingt machen. So. Überlegen, wenn wir das beispielsweise so ziehen, vielleicht kriegen wir dann noch ein ne? Die Galerie hin? Ja, genau. Das wäre nicht unbedingt schlecht. Mist. Mist. Okay. Spielzeugladen? Ne, der ist genauso groß. Ach, doof. Vielleicht aber. Es gibt eine neue Beobachtungsgalerie, von der aus wir unsere prachtvollen Kreativen beobachten können. Ja, ich muss da jetzt ein bisschen jonglieren. So. Na gut, das kriegen wir hier gar nicht mehr hin. Hier dann. Okay. So. Ich mag das. Ich baue irgendwie doch echt gerne hier rum. Da, ein neuer Spielwarenladen. Hier noch so viel Platz. Vielleicht Gäste. Restaurant. Die Einschienenbahn kriegen wir da dann noch dran vorbei. Das ist überhaupt kein Thema. Strom hat es auch. Läuft. Läuft, 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 läuft. So. Haben wir fertig. Den noch fertig machen. Torosaurus fehlt uns noch. Und der Nodosaurus. Triceratops. Okay. Abbrechen.
verkaufen. Extrahieren und extrahieren. Haben wir echt 0% vom Nodosaurus? Schon krass. So. Weiter im Programm. So, hier müssen wir jetzt wirklich doch gucken, dass wir den Platz so gut wie möglich nutzen. Damit die Dillos auch, sage ich mal, ein annehmbares Gehege haben. Das ist wichtig. Kein Strom. Ja, dann müssen wir jetzt, glaube ich... Ich mache das über die Karte. Da reist man so schön schnell. Nein! Das wollte ich ja jetzt nun wirklich nicht. Ja, okay, dann brauchen wir noch ein Kraftwerk. Wir brauchen zu viel Strom. So. Wir brauchen definitiv zu viel Strom. Wege. So. So. Unsere Dingstrupps sind wieder da. Nodo. Deini. Torosaurus fehlt uns noch. Ja. Ich habe gerade von einem neuen Auftrag erfahren. Es scheint sich um etwas zu handeln, mit dem Sie leicht fertig werden. Können wir ja ausprobieren, ne? Oder beziehungsweise früher oder später kriegen wir das dann schon hin. Was? Das ist ein Nodosaurus. Okay, dann habe ich das, glaube ich, gerade aus Versehen verkauft, ne? Kann schon mal passieren. So, wir haben hier noch ganz viel... Hoppala. Was wir lernen können. Gut. Das wird gebaut... Kann ich wieder dahin? So. Ausfallschutz. Verbesserte Leistung. Und das. Schön. Boah, ich finde das hier auch toll. Schade, dass man keine Flug- oder Wassertiere machen kann. Machen kann. Das hört sich immer noch falsch an. Das würde mich echt freuen. Aber gut. Was nicht ist, ist nicht. Und da brauchen wir auch nicht drüber traurig sein. Man hier noch so ein bisschen. Nee, das hier ist alles verbaut und dann. So. Ach, die sind immer so schnell wieder da. Ich wusste, Sie sind die richtige Person für den Job. Da war dann doch schon echt viel auch abgegrast, ne? Eieieiei. Haben wir auf 100%. Okay, das war's.
erforschen. Besonders effizientes Blut erhöht die Angriffslebenserwartung und Belastbarkeitseigenschaft. Rote Blutzellen mit Königsgramm-DNA sorgen auch in umweltlichen Umgebungen für eine hohe Effizienz. Okay. Lebenserwartung. Okay. Ich verstehe es noch nicht so ganz, aber das macht nichts. So. Ist schon ein kleines Gehege, ne? Hier wird es doch eh kommen. Das machen wir anders. Das können wir den Tieren ja nicht antun. Ja, ich ziehe das jetzt einfach mal so hier durch. Können wir das Gehege noch vergrößern? Oh, der ist ein bisschen heftig. So, das baue ich noch so ein bisschen aus. So. Zaun, nicht Strom. Ah, ich wollte noch eine Galerie hier hinsetzen. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ja, ich weiß, dass es keinen Strom hat. Und versuche direkt... Ja, siehst du mal. Oder wenn man das ein bisschen weiter hierher macht und da dann noch einen Turm. Jetzt zeige ich mit dem Finger hin. Hier. Aber da weiß ich nicht, ob das klappt. Ja, kannst du mir erzählen, was du willst. Wir kriegen hier keinen Turm hin. Ich mach mal den Zaun ein bisschen größer. Hier auch noch. Just for the look. Falsch. Nee, ich glaube, ich finde eine Galerie besser. So. Kann man? Ja. So. Dann haben wir die ein größeres Gehege gepuckt. So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier auch irgendwie Wasser hinkriegen. Okay, ich hoffe, das reicht denen. Mach da ordentlich Bäume hin. Und hier. Und hier auch. Wuppdiwuppdi. Oh, hat noch keine Weganbindung. Plump. Okay, nee, ich forsche erstmal, damit ich weiß, wo ich gegebenenfalls noch hin kann.
Ja, der Brachiosaurus, definitiv. Brachio. Diplodocus. So. Halt. Le Vorschau. So, damit haben wir vorerst alles gelernt. Alles erforscht. Hier kommen noch... Oh Gott, hier kommen noch Dinos. Jamie, ich lasse dich gleich raus. Ich habe die Schlafzimmertür zugemacht. Also ist jetzt hier im Schlafzimmer. Weil Fenix im Wohnzimmer schläft gerade. Der ist eingeschlafen. Und ich wollte ihn nicht wecken, weil er morgen auch schon wieder so früh raus muss zur Arbeit. Gut, ja, wir müssen definitiv noch Aufträge machen. Business ist immer Luft nach oben. Denken Sie über diesen Auftrag nach. Ja, okay, das machen wir ja gleich. Eigentlich sollten wir auch noch ein Ranger-Team haben. Man kann nicht alles haben. Mach doch bitte mehr Bäume. Wo ist das Problem, dass da ein paar Bäume stehen? Mann, sind das immer nur so Kackbüsche. Okay, was könnten wir hier noch hinbauen? Schutzraum haben wir. Rangerstation wäre nicht schlecht für hier hinten, weil die ja da vorne ist. Da ganz weit hinten. Ich guck mal. Rangerstation, nein. Das können wir vergessen. Ja gut, aber vielleicht können wir sie dann später hier hinsetzen. Oder wir setzen sie erstmal vorübergehend als ob. Der das an, wie uneben, hoppala. Wie uneben das ist. Vielleicht sollte man das aber auch auf eine Höhe ziehen. Zumindest hier so. So, alles ein bisschen glätten. Hier auch. Dann. Nein, falsches. Auch falsch. Meine Güte, was mache ich? Terrainbeschränkungen. So, das hätten wir. Noch mit Strom verbinden. Oh Gott, das Stromkabel hier komplett runterziehen. Ja, Prostmahlzeit. Verbaut. Das ist doch doof. Verbaut. Hier nicht. So. So, dann haben wir da unten auch schon mal Rangerstation, die wir dann aber definitiv noch umsetzen müssen. So. Dilophosaurus mit Gehirnalterung Modifikation. Dilophosaurus. Genau, modifizieren. Gehirnalterung. Das war's nicht. Gehirnalterung. Tigermuster. Können wir ja mal ein bisschen ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wie war das bei denen jetzt mit soziale Gruppe? 22. Modifizieren.
Infizieren. Ausprüfen. So, hier machen wir Ausblutungstempo. Erfolgsrate. Kapazität. Dann brüten wir noch einen aus. Oh, jetzt mache ich drei mit diesem Gehirnalterungsdingen, ne? So, und einen normalen. Dann haben wir drei verschiedene Farben. Was? Ach so. Direkt am Anfang schon. Jetzt weiß ich nicht, welches Muster das war. Das hier, ne? Glaube ich. Ja, okay. Ich hoffe... What the fuck? Standard Tigermuster. Ach, Mann, ey. Savannenmuster. Kümmern wir uns sofort drum. Unterwegs zur Futterstation. Da auffüllen, hier auffüllen. Und da kann auch aufgefüllt werden. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Brandheißer Auftrag. Hm. Nachschubanfrage erhalten. So, und wo könntest du noch hinfahren? Ne, das war's eigentlich, ne? Ziel. Lege weitere auffüllen. Aufgabe fest. Wir haben was? Geringe Kapazität, also brauchen wir schon wieder ein Hotel. Ich weiß doch nicht, wohin damit, Leute. Ich weiß doch wirklich nicht, wohin damit. Ach, nee. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier den Schutzraum, Souvenirladen, Spielwaren, Restaurant, Bowlingbahn. Nein, können wir hier halt einfach gar nicht bauen. Bauen wir da wieder Bäume hin. Ja, wir brauchen Kapazität. Hier wäre eigentlich auch so viel Platz für die ganzen Bronto-Tiere. Was können wir denn noch für Tiere machen? Gucken wir mal. Die. Den hier. Den Crichton. Den. Und den Nodosaurus dann am Ende auch. Jetzt gucken wir mal. 1 bis 20. Oh. 0 bis 8 läuft. 2 bis 18. 0 bis 8. Wir haben davon... Na gut. Wir können... Nee, sozial... Ja, doch. 0 bis 5, 0 bis 4, 2 bis 12. Ne, dann hätten wir schon mehr. Wir haben... Ah ne, der Ankh will nur einen, ne? Ja gut, aber dann wären wir trotzdem bei 9 beim Bestand und dann meckern die rum. Da müssen wir uns ein bisschen entscheiden. Gucken wir mal, was der dann sagt. Also den würde ich gerne machen. Den haben wir auch noch nicht. Der kommt dann zum Dillo. Ja, ich würde sagen, diese Tiere. Die machen wir dann dahin. So. Huch. Kamera mal wieder mega kacke.
könnte mehr Wald sein, okay. Kriegst du noch ein bisschen Bäume? Sie haben bei dem Auftrag wirklich gute Arbeit geleistet. War ja jetzt auch nicht so schwer. Oh. Im Optimalfall ist die Haltung der Tiere eine echte Herausforderung für Körper und Geist. Aber diese Sache hier benötigt mehr als das. Darum habe ich an Sie gedacht. Aggressives Verhalten 2.0. Mitriacanthosaurus. Viele dieser Tiere haben im Normalzustand eine Art Grundaggressivität. In diesem Fall werden wir sie freisetzen, sogar verstärken. Dadurch werden Sie begreifen, wer Sie wirklich sind und wozu die Dinosaurier werden können. Als erstes müssen wir Forschungen zur Genmodifikation anstellen. Wir suchen nach Genen, die einen Einfluss auf einzelne Merkmale der Dinosaurier haben. Aggression, Angriffslust und so weiter. Und Dr. Duer muss davon nichts erfahren. Ich hoffe, dass ich mich nicht wiederholen muss. Verstanden. Oh Mann, ey. Ich habe gehört, dass die Forschung abgeschlossen ist und wir mit den Genmodifikationen beginnen können. Modifikation für hyperaggressives Verhalten, um genau zu sein. Hyperaggressives Verhalten. Hey, langsam, wir machen was mit diesen Dinosauriern? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Weil ich weiß es. Und ich habe es überlebt. Etwas, das Sie noch nicht behaupten können. Warum wird das denn jetzt höher? Ich wollte das hier auf dieser Höhe haben. Boah, das dauert ewig. Das dauert ewig. Oder zumindest hier. Dass wir dann hier das Hotel platzieren können. Weiter so. Ja, keine Stromausfälle. Ist jetzt auch nicht so schwer, ne? Find ich eigentlich. Oh. Ah, ne. Wir haben noch 2-3 Minuten. Ich muss da jetzt wirklich drauf achten. So. Und die Einschienenbahn müssten wir... Ja, ich muss gleich wirklich Schluss machen. Ich muss den Kater rauslassen. Ja, die Kühe. Ich hoffe, ihr hört den nicht. Der beschwert sich nicht ganz doll. Okay, ich würde sagen, das war's dann für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Tudelü.